Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir stecken inmitten einer globalen Pandemiekrise, und das beeinträchtigt natürlich gerade auch das Wirtschaftsressort, den Einzelplan 07, ganz immens. Wir haben gestern anlässlich der Regierungserklärung schon ausführlich über die Corona-Situation in Hessen diskutiert. Dennoch möchte ich heute noch einmal speziell das Augenmerk darauf legen, auf die ökonomische Situation der Menschen in diesem Land, weil die ist in vielen Teilen dramatisch. Deswegen nur zu Beginn, Herr Dr. Naas, weil Sie sich ja jetzt sehr lange in Ihrer Rede mit mir auseinandergesetzt haben. Dabei bin ich gar nicht Wirtschaftsministerin von Hessen, also zumindest noch nicht. Wenn ich es wäre, Herr Dr. Naas, kann ich Ihnen zusichern, dass ich Ihnen das reichhaltige Angebot an Joghurten nicht verwehren will. Aber ich werde mich persönlich dafür einsetzen, dass Sie nur noch linksdrehenden Joghurt bekommen, wenn ich das Wirtschaftsministerium führe. Und ich will nur noch vorneweg sagen, weil das hatten Sie ja auch kritisiert, als ich gestern gesagt habe, wir dürfen nicht nur über die Privatsphäre reden bei den Corona-Einschränkungen, sondern wir müssen auch über das Arbeitsleben reden und Sie das hier als wirtschaftsfeindlich dargestellt haben. Wenn man den Schutz der Beschäftigten am Arbeitsplatz fordert, wenn man sagt, wir müssen unnötige Wege reduzieren und die Menschen davor schützen, dass sie viel Zeit im ÖPNV verbringen, wenn man sagt, wir brauchen nicht nur eine freundliche Bitte, dass Homeoffice dort eingesetzt wird, wo es möglich ist, sondern wir brauchen eine Verpflichtung auch dafür. Und wenn man sagt, natürlich muss man in der dramatischen Situation, die wir gerade haben, und die Todeszahlen 590 Tote in den letzten 24 Stunden, dann muss man die Frage natürlich stellen, wie können wir auch im Arbeitsleben und in den Betrieben die Menschen schützen. Und das ist nicht wirtschaftsfeindlich, sondern das ist ein Schutz der Beschäftigten. Und gerade das, was doch die FDP die ganze Zeit fordert, nämlich immer nur hier ein bisschen schließen und dann wieder lockern, das sorgt doch dafür, dass es einen immensen wirtschaftlichen Schaden gibt, weil sich die Krise immer weiter hinzieht und die Pandemie und die Zahlen immer weiter steigen. Und deswegen, ja, setzen wir uns ein für eine Regulierung am Arbeitsplatz und für den Schutz der Beschäftigten am Arbeitsplatz. Und dazu gehört die Reduzierung von unnötigen Kontakten, meine Damen und Herren. Aber jetzt zum Einzelplan selber. Immer noch sind Hunderttausende Beschäftigte in Hessen in Kurzarbeit, davon viele durchgehend seit Frühjahr, manche nun erneut. Laut einer Studie des WSI hatten mehr als die Hälfte der Beschäftigten mit einem monatlichen Nettoeinkommen unter 2.000 € mit Einbußen von über 25% zu kämpfen. Bei ca. jedem Zehnten brachen mehr als 50% des Einkommens weg. Ich will noch einmal sagen, Frauen sind ganz besonders häufig davon betroffen, weil Frauen überdurchschnittlich oft zu Niedriglöhnen arbeiten. Es waren auch die Frauen, die an vielen Stellen die wegfallende Kinderbetreuung kompensieren mussten. Deswegen will ich noch einmal sagen, es würde dem Corona-Kabinett gut anstehen, wenn eine einzige Frau darin vertreten wäre. Und es würde dem hessischen Wirtschaftsministerium gut anstehen. Ich finde, das ist im 21. Jahrhundert auch nicht zu viel verlangt, wenn es mal eine Abteilungsleiterin gäbe oder mal eine weibliche Staatssekretärin in diesem Ministerium. Herr Al-Wazir, Sie hatten ja erst 7 Jahre Zeit, das durchzusetzen. Viele Wirtschaftsbereiche unterliegen einem dramatischen Nachfrageeinbruch, etwa Reisebüros, Busunternehmen, Schausteller, Cateringfirmen und natürlich der gesamte Kultur- und Veranstaltungsbereich. Und es sind in diesen Branchen ganz besonders die Solo-Selbstständigen, die durch die Raster fallen. Die haben häufig von den Soforthilfen nicht profitieren können und haben keine großen Rücklagen. Und diese unternehmerisch Tätigen ohne nennenswerte Fixkosten, denen vielleicht ihre Tätigkeit nicht untersagt wurde, aber die de facto keine Aufträge mehr haben, diese Menschen fallen in Scharen in die Grundsicherung, oft bei gleichbleibenden Lebenshaltungskosten. Bei den Schauspielern zum Beispiel ist die Lage verheerend, gerade bei denen, die sich auf Weihnachtsmärkte spezialisiert haben. Hier droht ja nicht einfach das Geschäft eines Monats wegzufallen, sondern wirklich das ganze Jahresgeschäft. Und das Land muss hier, das haben wir auch im Frühjahr schon gesagt, hilfsweise eintreten, um Förderlücken zu schließen, um den Leuten zu helfen, die durch diese Förderlücken fallen und auch jetzt durch die November- und die Dezemberhilfen überhaupt nicht berücksichtigt sind, meine Damen und Herren. Weil natürlich ist es zu befürchten, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer das Handtuch werfen, sobald die Anzeigepflicht für Insolvenzen wieder in Kraft tritt. Und dann stehen viele Arbeitsplätze, die mit viel Geld gerettet wurden in diesem Jahr, zu Recht mit dem Kurzarbeitergeld, stehen dann auf der Kippe. Und wenn man jetzt sieht, dass die Novemberhilfe, die der Bund zugesagt hat, und die eigentlich Novemberhilfe heißt,
vermutlich erst in einigen Fällen im Januar, in den meisten Fällen im Januar erst ausgezahlt wird und es immense Probleme gibt. Ja, weil es sollte zwar Abschlagszahlungen geben, aber die sind zum Beispiel bei vielen Gastronomiebetrieben auch noch nicht angekommen. Und das ist natürlich eine Katastrophe für die Leute, weil die ja sowieso schon schlechte Monate hinter sich haben und jetzt bleiben die zugesagten Hilfsmaßnahmen auf und nicht mal die Abschlagszahlungen kommen. Und da muss ich sagen, ich kritisiere ja immer viel, aber Herr Minister, da muss ich sagen, das hat das Land im Frühjahr deutlich besser organisiert. Die Auszahlung dieser Gelder, das lief deutlich besser im Frühjahr, als das Land dafür verantwortlich war und als die Beschäftigten im Regierungspräsidium da die Osterfeiertage durchgearbeitet haben. Deswegen noch einmal herzlichen Dank für diesen großartigen Einsatz im Frühjahr an die Beschäftigten in den Regierungspräsidien diese Anträge bearbeitet haben. An der Stelle hätte ich eine Frage, Herr Minister. Ich weiß, dass es nicht nur halb Ihr Zuständigkeitsbereich ist. Ich hätte das auch gestern gefragt, aber da lag uns ja die Eskalationsstufen noch nicht vor von dem, was der Ministerpräsident gestern verkündet hat. Ich habe mich nur gerade gefragt, weil jetzt bei den Inzidenzen von 200 und den Ausgangsbeschränkungen ganz viele Ausnahmefälle angeführt sind, aber das Thema, aber zum Beispiel Einkaufen ist überhaupt nicht, Einkaufen ist nicht erwähnt. Mich würde einfach an der Stelle mal interessieren, und das ist ja vielleicht auch für viele Beschäftigte von Relevanz, wenn man ab 21 Uhr es eine Ausgangssperre gibt, Einkaufen nicht als quasi Ausnahme in der Verordnung drinsteht, ob das dann bedeutet, dass z.B. die Supermärkte um 21 Uhr schließen müssen. Das ist ja eine relevante Information auch für die Beschäftigten dort, wenn es so ist. Aber das wäre eine Frage, die ich gerne einfach beantwortet hätte. So, meine Damen und Herren, im Oktober, ich will zu der Frage Ausbildung noch etwas sagen, weil im Oktober haben knapp 6.000 junge Menschen in Hessen einen Ausbildungsplatz gesucht. Und der zweite Lockdown droht natürlich auch hier die Lage zu verschärfen. Und die Landesregierung muss ihre Bemühungen verstärken, um hier eine verlorene Generation zu verhindern und um die Auszubildenden aufzufangen, deren Unternehmen jetzt in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken. Und natürlich, das habe ich gestern gesagt, auch schon gesagt, dass es in dieser Krise auch profitable Unternehmen gibt, die Massenentlassungen und Werkschließungen planen. Das ist eine Unverschämtheit. Und wir wünschen den Beschäftigten bei Hitachi, ABB, bei Continental, bei der Lufthansa, die jetzt um ihre Arbeitsplätze kämpfen, viel Erfolg und einen langen Atem. Und wir würden uns wünschen, dass die Landesregierung sich ganz deutlich an die Seite dieser Beschäftigten stellt und deutlich macht, dass sie sich für den Erhalt dieser Arbeitsplätze einsetzt, meine Damen und Herren. Das Thema Klimakrise ist ein Thema, das sehr, sehr stark mit dem Verkehrsbereich zusammenhängt. Und nun haben wir die Situation, dass der ÖPNV im Ballungsbereich weiterhin überlastet ist. Auf dem Land ist er zu dünn, das Angebot zu unattraktiv, die Preise zu hoch. Deshalb schlagen wir als Teil auch unseres Neustartprogramms und als Teil eines unserer Änderungsanträge ein 300-Millionen-Programm für die ÖPNV-Infrastruktur vor. Wir brauchen einen Angebotsausbau, wir brauchen Preissenkungen. Bürgerbusse und Mitnahmebänke sind kein verlässliches Mobilitätsangebot. Statt Autobahnen und Flughäfen auszubauen, brauchen wir einen Ausbau des ÖPNV, und wir brauchen dringend die Verkehrswende, meine Damen und Herren. Und bereits angesprochen wurde, dass es einen umfangreichen Personalumbau bei Hessen Mobil gibt durch die privatrechtliche Umgestaltung der Autobahnen zum Jahreswechsel. Ich will noch einmal sagen, wir haben damals als LINKE deutlich gemacht, wir halten diese Autobahngesellschaft für einen Fehler. Wir halten sie für falsch, weil sie privatrechtlich organisiert ist. Und wir waren auch schon dagegen, als noch nicht klar war, dass keine der Niederlassungen nach Hessen kommt, sondern Hessen auf drei Bundesländer aufgeteilt wird. Und dass es hier nicht so gut läuft, wie Herr Kasseckert ja auch deutlich gemacht hat, zeigt, dass das kein sinnvolles Projekt war und dass es sinnvoller gewesen wäre, wenn die Landesregierung und Bundesrat dem nicht zugestimmt hätte, meine Damen und Herren. Ich möchte noch auf ein Thema eingehen, und das ist das Thema Wohnen und Mieten, weil das ist gerade in Krisenzeiten existenziell. Und hier überschlägt sich ja der zuständige Minister mit Eigenlob. Allein in der letzten Woche hat Ihr Ministerium 4 Presseerklärungen herausgegeben, um der Welt zu verkünden, wie großartig Sie Ihre Arbeit machen. Ja, Immobilienkonzernen gefällt das. Aber für die meisten anderen Menschen gibt es ein entscheidendes Problem bei ihrer Selbstinszenierung, nämlich dass ihre Realität eine andere ist. Die Mieten steigen und steigen und steigen, und man findet in den Städten und nicht nur in den Städten keine bezahlbare Wohnung als Normal- oder Geringverdiener oder als Studierender oder als Rentner. Die Zahl der Sozialwohnungen nimmt von Jahr zu Jahr ab, und das
Menschen auf der Straße oder in überbelegten Wohnungen leben müssen, während gleichzeitig ganze Häuser leer stehen, immer neue Luxuswohnungen entstehen und immer Immobilieninvestoren riesige Profite erwirtschaften. Das zeigt auch die soziale Spaltung, und das ist die Realität am Wohnungsmarkt in Hessen. Und wenn Sie sich an die Redezeit halten wollen, wäre Zeit für den letzten Satz. Wir haben ein bisschen Puffer. Ja. Das ist eine schöne Frage, ob man sich an die Redezeit halten möchte. Ja, ich mache noch ein paar Minuten aus, aber vielen Dank, dass Sie mir Bescheid gesagt haben. Am Ende trifft es ja dann sowieso wieder mich. Durch die Pandemie, was die Redezeit angeht, ich bin ja die. Durch die Pandemie hat sich die Situation für viele Mieterinnen und Mieter natürlich verschärft, weil wer seine Miete vorher kaum zahlen konnte, der kann sie mit Kurzarbeitergeld erst recht nicht bezahlen. Und deswegen häufen sich die Mietschulden aus, und es drohen Zwangsräumungen im schlimmsten Fall und Wohnungsverlust. Und da ist die Frage, was tut denn die Landesregierung in dieser Situation? Und sie tut nichts, was darauf hindeutet, dass sie den Ernst der Lage erkannt hat. Weder kümmern sie sich um das Problem der Mietschulden durch Corona, da wäre die Frage, ob man einen landesweiten Mietschulden vormacht, um zu verhindern, dass Menschen ihre Wohnung zu verlieren, oder eben eine grundlegende Veränderung in der Wohnungspolitik in Angriff zu nehmen. Beim Thema Mieterschutz, ja, da wird der Geltungsbereich der Mietpreisbremse und andere Regelungen ausgeweitet. Aber Städte wie Hanau, Gießen, Kassel, Oberursel sind weiterhin oder nicht mehr dabei bei der Mietpreisbremse. Und das verstehen ja nicht einmal Ihre Parteikollegen und Kolleginnen vor Ort. Und an wirklich schärfere wirksame Maßnahmen, ein echtes Wohnraumzweckentfremdungsverbot, einen sofortigen Mietenstopp, die Einführung eines echten Mietendeckels nach Berliner Vorbild, an all diese Maßnahmen gehen Sie nicht ran. Und auch eben beim Thema Mietschuldenfonds habe ich zumindest noch keinen Vorschlag von Ihnen gehört, Herr Minister. Und auch das Thema soziale Wohnraumförderung. Es ist noch immer nicht gelungen, den massiven Abbau von Sozialwohnungen zu stoppen, geschweige denn wirklich umzukehren. Mittlerweile haben wir nicht einmal mehr 80.000 Sozialwohnungen in Hessen. Und bis 2024 werden noch einmal 9.000 aus der Bindung fallen. Und die Landesregierung freut sich, wenn die Zahl der Sozialwohnungen am Ende des Jahres gerade einmal um ein paar Hundert und nicht um ein paar Tausend fällt. Letztes Jahr wurden in Hessen gerade einmal 618 sozial geförderte Wohnungen fertiggestellt. 618. In einem Jahr, und das ist doch wirklich ein Armutszeugnis. Und da passiert überhaupt viel zu wenig in diesem Bereich. So werden Sie die Wohnungskrise nicht lösen, Herr Minister. Und hier wäre dringend ein Politikwechsel erforderlich. Beim Thema Energiewende geht nichts voran. Die viel zitierten vier Windräder, die im letzten Jahr in Betrieb gegangen sind, sind viel zu wenig. Ich gebe zu, da ist die Bundespolitik und die Änderungen am EEG nicht hilfreich. Aber es gibt eine ganze Menge Dinge, die Sie auch in Landesverantwortung ändern können. Zum Beispiel, um mal eins zu nennen, die Mindestwindgeschwindigkeiten, die die FDP mal in den Entwicklungsplan geschrieben hat, die könnten Sie seit Langem geändert haben. Das ist eine bürokratische Hürde. Das erschwert den Ausbau der Windenergie. Das könnte man zum Beispiel korrigieren. Weil wenn man eben die Abstandsregelungen hat und noch die Mindgeschwindigkeiten, dann hat man halt Probleme, auf 2% der Landesfläche zu kommen, was ja eigentlich mal das Ziel war, meine Damen und Herren. Also zusammengefasst, es ist notwendig, die sozialen Folgen der Krise abzufedern, bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, bei den Azubis, bei den Mieterinnen und Mietern. Es ist notwendig, diese Krise zu nutzen für einen sozial-ökologischen Umbau, also nicht veraltete Technologien zementieren, also nicht an verfehlten und veralteten Verkehrskonzepten festhalten, sondern die Verkehrs- und die Energiewende gestalten. Und davon ist in diesem Haushalt viel zu wenig zu spüren. Vielen Dank.